Mannschaftsverantwortliche begrüßen von SV Blau-Weiß Goldbach Hofheim, Mannschaftsleiter Andreas Waldner und unseren Trainer Pierre Liebe Passade. Ein kurzes Fazit zum Spiel und ja, die Frage, wie sauer seid ihr auf euren Achter, auf Marco Ulic? Ja, das nochmal. Sauer sind wir eigentlich gar nicht auf Herrn Ulic, weil ich wollte mich schon erstmal bei Publikum bedanken wollen, dass sie ihn so stark unterstützt haben und provoziert haben. Und der Typ, der Sportler, der Zuschauer war ja auch schon in der ersten Halbzeit über die Bande gegangen. Und von daher kann ich es schon echt nachvollziehen, da ich auch selbst so gespielt habe. Und wenn du so provoziert wirst, dann kommt eben diese Reaktion. Das ist eine ganz einfache Sache. Am Ende sieht man ja dann, wie wir geschwächt wurden. Auch keine Frage. Das soll aber jetzt nichts heißen. Wir wollen es euch schon noch ein bisschen schwerer machen. Wenn die zwei, drei Pfostenwürfe reingehen, der Konter nicht gestellt wird, sind es am Ende 3-4 Tore. Damit wären wir gerne nach Hause gefahren. Von daher sind wir mit dem Fazit so eigentlich schon ganz einverstanden. Am Ende war es für uns wirklich zu hoch, das Ergebnis. Und haben es aber auch wieder genutzt, um uns weiterzuentwickeln. Ich möchte da wirklich dazu sagen, unser Durchschnitt der Mannschaft ist 23,8 Jahre. Im nächsten Jahr werden zwei 35-Jährige aufhören, zwei 19-Jährige aus der eigenen Jugend auch dazukommen. Von daher sind wir gut, auf einem guten Weg mit dem eigenen Nachwuchs. Ja, die A-Jugend spielt Qualifikation Bundesliga. Und den Weg werden wir auch nicht verlassen. Wir werden uns auf eigene Arbeit konzentrieren. Punktuelle Verstärkungen ist doch ganz klar, das war schon immer so. Aber wir versuchen halt, unsere eigenen Hausaufgaben zu machen. Danke. Und das hatten wir letztes Jahr schon eigentlich wirklich einen Applaus wert, denn wir hatten das Thema voriges Jahr intensiv erörtert. Es ist wichtig, selber was zu tun und nicht immer nur auswärtige Handballfachkräfte zu rekrutieren. Da seid ihr auf einem guten Weg und ich denke mal, dann können wir uns nächstes Jahr wieder auf zwei heiße Spiele freuen. Euch ja, alles Gute für den Rest der Saison, einen schönen Abschluss zu Hause und dann sehen wir uns in der neuen Saison hier wieder. Bleibt noch kurz da und ich übergebe das Mikro an Pierre. Glückwunsch zum Sieg, lang haben wir gewartet. Die Jungs haben sich ein bisschen reingekämpft. Die ersten 20 Minuten waren so ein bisschen uninspiriert, aber dann ging es richtig los. Und schön, dass wir mal wieder die Abwehr gezeigt haben, unsere Stärke. Dein Fazit zum Spiel. Ja, schönen guten Abend von meiner Seite. Ich will mich auch nur auf das Sportliche beschränken. Alles andere, was da nebenbei abgegangen ist, gehört nicht ans Handballfeld. Das ist mein einziger Kommentar dazu. Zum Handball selber, wir haben genau diesen Spielzug, wo ihr auflöst ins 4-2, den haben wir die ganze Woche thematisiert, deshalb lag der Fokus auch gar nicht so auf den Angriff, weil wenn wir ins Rollen kommen vom Tempo her, wenn man Sebastian Hammer da auf der Außen sieht, ja, der im Dribbling an nahezu jedem Gegenspieler in der Liga vorbei dribbeln kann vom Tempo, der Hannes hat natürlich einen guten Tag erwischt, aber so muss es eben auch sein, dass der eine dann von den anderen einspringt, dann, als wenn wir ins Rollen kommen, dann bin ich mir sicher, dass wir zu Hause genug Tore werfen. Das ist ganz einfach so. Dann muss man die Problematik sehen. Felix Reis zwei Wochen nicht trainiert. Max Remde eine Woche nicht trainiert nach dem Ronneburg-Spiel angeschlagen. Martin Ehm kämpft sich heute 10 Minuten super durch. Seit Mittwoch mit, Fieber hat er nicht gehabt, aber schon einen starken, ich will nicht sagen Männerschnupfen oder so, aber der Emi stand da drüber. Deshalb, wie gesagt, der Fokus lag wirklich auf der Abwehr, dass wir eine ganz klare Torordnung haben. Das hat einzig und allein beim Fekete am Anfang nicht so gut geklappt. Ulic hat sich dann selber auf ein Spiel genommen, indem er da die 1 gegen 1 Aktionen gesucht hat. Ich denke mal, wenn ihr auflösen wollt, dann soll er auch von hinten schießen, wenn keiner rauskommt, das ist ja logisch. Hat er aber nicht gemacht, zum Glück für uns. Janik hat er auch dann gut gedeckt. Marvin macht auch rechts aus in der ersten Halbzeit sein Zeug super. Naja, und am Ende, sind wir mal ganz ehrlich, wenn wir gegen Goldbach spielen, dann erwartet man ja irgendwo auch so ein Spiel, ja, das manchmal irgendwo drüber hinausschießt. Ist schade in dem Moment, aber am Ende kann jeder wieder, der da war, irgendwo auch zufrieden sein. Wir haben ein Kampfspiel gesehen, das sehen wir gegen Goldbach eigentlich immer. Ja? Und am Ende, sagen wir mal, du sagst, waren 2-3 Tore zu hoch, aber wir haben es halt einfach ausgenutzt. Ja? Das ist halt dann die Cleverness. Alles klar. Gut. Danke für die Statements. Ja, dann bleibt mir nur noch
den Goldmachern alles Gute zum Wünschen, schönen Heimweg und auf ein neues in der neuen Saison mit vielen jungen neuen Gesichtern aus eurem Nachwuchs. Und wir freuen uns nächste Woche einen schönen Abschluss gegen Eisenach 2. Ihr seid bitte alle wieder pünktlich hier. Es gibt noch ein paar Siegerehrungen, es gibt gekühlte Getränke für Sie und ihn. Und dann machen wir einen schönen Saisonabschluss mit euch. Und nochmal ein riesen Dankeschön für alle, die in Ronneburg mit waren. Das war eine super Stimmung. Schade, dass wir es gar nicht gewonnen haben. Aber nächste Woche legen wir nochmal einen drauf. Schönen Abend, bleibt noch hier. Die Bar ist gefüllt. Allen Dank für den 1. Mai. Genau, ganz wichtig. Und Glückwunsch an Pauli und Schalke.